Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Devo Griffin. ja, cool. Ja, wir machen mal weiter. Ach so, cool, ja. Schön, dass es gleich so beginnt, die Folge. Nicht? Ich drück doch C! Warum? Warum? Ich hab C gedrückt! Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Munition alle? Offenkundig. Ja, da bin ich wieder aufgestanden. Oh. Boah. Das. Ist nervig gewesen. Wir haben fast kein. Ich könnte runtergehen, aber ich kann auch den Fahrstuhl rufen. Ich rufe mal den Fahrstuhl. Gucken, was passiert. Ach, cool. Jetzt bin ich irgendwie froh, dass ich den Fahrstuhl gerufen habe. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass da irgendein Viech rauskommt. Aber, cool, wir haben einen Schlüssel gekriegt. War da eine Karte? Ja. Ja, Streichhölzer. Oder? Hat er gar nicht angezeigt, was es war, ne? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Ach so, das war mein Einsatz, glaube ich. Cool. Da hätte man... Naja, da hätte man auch was sagen können, so ein bisschen. Aber... Nö. Okay, hier liegen keine Zombies rum. Dafür Gelee. Die Munition wird gerade extrem rar. Dass ich mir schon fast gewünscht hätte, ich hätte gar nicht auf Munition gelevelt. Da hätte man was verstecken können. Okay, hier wird es wohl durchgehen. Schade. Da wird es wohl nicht lang gehen. Wow. Schon wieder so ein Ort, wo es ihm halt nichts gibt. Da kann ich auch nicht raufhopsen, wie auf die anderen Teile. Da leider auch nicht. Gibt's hier wirklich nichts zum... Die gibt's nicht zum Holen. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie wir mit so wenig Munition weiterkommen wollen. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten? Oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jedem. Mhm. Nicht, dass ich... Wow, ihr seid aber akkurat angeordnet. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, was ich gerade mache. Ich versuche wirklich in jede Ecke zu gucken. Ich versuche wirklich in jede Ecke zu gucken, ob es nicht vielleicht irgendwo noch irgendwas zu holen gibt. Ja. Ja, kannst du bitte aufhören und das machen, was ich dir sage?
Weil ich wirklich gucke, ob es hier irgendwas noch zu holen gibt, weil... Es ist halt so wenig. Wir haben keine Munition. Wir finden jetzt überall Gel. Was uns halt nichts bringt. Weil wir Munition brauchen. Sebastian, was ist? Bleib weg! Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Okay. Scheiße. Geil. Pass auf. Das auf! Das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Leslie! Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Leslie? Da gibt es zwei Türen. Durch die eine sind wir eigentlich vorhin durchgekommen. Und durch die andere ist die andere Tante abgehauen. Aber die Umgebung hat sich mal wieder total verändert. Geil. Kommt mir das nur gerade so komisch vor, oder? Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Gas schon wieder. Ja, Gas. Geil. Oh, Danger. Im Flamero. Vielleicht solltest du nicht mit der Lampe rumlaufen. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was diese komischen Geräusche macht. Da habe ich eine Flasche. Oh, cool. Wenn der auf dem Boden lang kratscht, ne? Da gibt's ja Funken und fliegt der nicht hier alles in die Luft? Ist nur so ein kleiner Gewinn. Ist nur so ein kleiner Gedanke. Oh, verdammt. Und tschüss. Das Gel schmeckt ich mir mal ab. Oh, ihr könnt keine Treppen steigen. Oh, schade aber auch.
So ein Pech aber auch. Okay. Hier liegt, glaube ich, nichts. Streichhölzer. Hier und... Ja, natürlich, ich kann aber eins wieder nicht mitnehmen. Hier sind Streichhölzer, glaube ich, nicht so gut. Okay. Da war gerade ein Gegner. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade hingerannt ist. Oh, da ist noch einer. Das sind wohl mehrere. Einer weniger. Okay, die beiden fressen da drin. Vielleicht soll ich die beiden gerade nicht aufschrecken. Und das Gas mal abdrehen. Was echt lange dauert. Okay, Gas ist weg. Oh cool, er hat uns gesehen. Und wieder verloren. Da ist er. Das Problem, wir müssen gerade so... Ich bin auch gerade ein bisschen ruhig, ich merke das selber. Das kommt aber, weil... Ey. Wir haben fast nichts an Munition. Oh, schön. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Okay, cool. Bro. Ja, Bro, das ist voll cool. So, das leveln wir mal eben auf die Art. So, dann können wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Wahrscheinlich da durch, ne? Guten Tag, Kammerjäger. Okay, einer ist noch drin. Weg ist er. Und hier ist eine Keycard. Sehr gut. Ja, Schlüsselkarte. Im Allgemeinen weiß ich, was so eine Schlüsselkarte tut. Danke. So, hier ist aber nirgendwo eine Flasche. Streichhölzer. Und, ja. Der Eingang für die Karte. Wow, tut mir leid, das war gerade... Ich muss mich gerade echt ein bisschen konzentrieren, ne? Okay, geht's mit dem Bogen halt weiter. Ja, kannst du bitte... Wie wär's, wenn du... Ja, cool. Okay, von der Seite rauf. Oh Mann, ey.
Es wird nicht gerade sehr viel einfacher. Joseph? Joseph? Ich bringe ihn um. Ich kann ihn nicht umbringen. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich ihn jetzt nicht umbringen kann. War er nicht infiziert? Haben wir ihn nicht getötet? Wollen wir nicht töten? Haben wir gespeichert? Sehr gut. Oh, Gott sei Dank, Munition. Okay. Natürlich, da kann ich nicht reinspringen. Ich werde es, glaube ich, bereuen, oder? Okay, ist tatsächlich nichts. Interessant. Ich werde gleich speichern. Ich musste mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Aber echt, hier ist nichts, ne? Wahnsinn. Guten Tag. Ja, der Spiegel wird sich gleich öffnen. Im Gegenzug dazu ist Arbeit für die Zukunfts-Icon. Geil. Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig! Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Und wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass es manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch. Distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, es sind sie verschossen. Vielleicht. Jedes Mal muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Aha. Okay. Also Kidman ist gar nicht so eine gute Polizistin anscheinend. Oh. Ja, komm, wo wir dabei sind. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind in Stocken geraten. Die Polizei dementiert unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Interessant. Das ist sehr interessant. Geht es Ihnen nicht gut? Oh. Lass mich dich erschießen. Das ist sehr interessant. Es wird ein Ermittler vermisst. Und komischerweise war da ein Polizeifoto von dem Auto vor der Klinik, wo wir drin saßen. Zufall? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht hatten sie gerade keine anderen Bilder. Das kann natürlich auch sein. So. Wir brauchen Munition, was finden wir? Oh, Munition. Wir brauchen Munition, was finden wir? Gel. So, davon haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was. Ja. Nehme ich. Wo ist die restliche Munition? Haben wir nicht. Ja, wir haben... Wow. Da ist Munition drin. Du bist keine Munition.
Aber 7000 Einheiten für Suppe. Cool. Ich will damit aber noch nichts anfangen. Ich glaube noch nicht, dass wir das brauchen. Das ganze Ding bröckelt auseinander. Aber wir gehen erstmal speichern. Alles klar, meine Lieben. Dann danke ich fürs Zugucken. Links findet ihr das Video zur letzten Folge. Rechts das zur nächsten Folge. Bei dem Icon-Eis-Symbol könnt ihr abonnieren. Bitte, wenn ihr Lust habt, die Glocke nicht vergessen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zur nächsten Folge. The Evil Within.